Willkommen zurück im Kreuzzug. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ja, wir sind hier weiter im östlichsten Gebiet Europas. Ja, hier ist so die Grenze Europas. Auf jeden Fall auf dem eurasischen Kontinent unterwegs. Im Auftrag des Papstes führen wir hier einen Kreuzzug. Und ja, das, worum es geht, dieses kleine publige Gebiet hier, haben wir schon erfolgreich belagert und es ist auch weiterhin gehalten und haben ebenfalls hier oben ein Stück erobert. Unsere Verbündeten stellen sich aber alle nicht ganz so geschickt an, lassen, also wir werden verlieren eine Schlacht nach der anderen, weshalb hier schon ein Wert von minus 86% ist. Aber das irritiert mich, dass wir Kriegspunkte durch gehaltene Ziele, weil eigentlich ist doch das. Es geht um dieses ganze Gebiet. Okay, jetzt verstehe ich das. Gut. Ja, dann erschließt sich mir jetzt noch mal mehr. Genau, gut. So. Ich will jetzt gar nicht hier groß weiterreden. Wir sind gerade, unsere Armee ist gerade echt nicht in einem guten Zustand. Wir werden uns jetzt einmal halbieren. Ich schicke die andere Hälfte einmal hier hin, damit wir hier mal wieder ein paar Vorräte aufnehmen können. Ich hoffe, es kommt von oben keine Leute. Genau. Wir beeinflussen immer noch hier unseren Radspitzel, wo es aber auch nicht mehr nötig ist. Weil der mag uns schon genug. So. Ja, wir versuchen hier nochmal 75 Sieg zu bekommen. Das haben wir auch geschafft. Gut, dann würde ich aber einmal. Das ist jetzt bei 172. Der mag uns auch bei 34. Anscheinend ist er dieser, dass wir die, sag mal schnell, den Waffenstillstand gebrochen haben, ist, glaube ich, nicht mehr da, ne? Ja, ich sehe ihn ja auch gerade auf jeden Fall auf, so nicht. Den werden wir aber trotzdem mal weiter, dann uns drum bemühen, weil es ist gut, in unserem Alter sich gut zu stellen mit unseren starken Vasallen, denn die Spielerbin hat dann ein etwas weniger Malus. So, gut. Exkommunikation, wer wurde exkommuniziert? Bürgermeisterin, okay. Oh, Stadt von Chill, okay. Aber das ist eine direkte Vasallin von mir. Auch ein mächtiger Vasall, lustigerweise. Oh, ich habe ein Druckmittel gegen sie. Ich könnte ihr den Titel aberkennen. Wo ich aber echt nichts von habe. Ich würde sogar ohne. Na, hätte ich diese Stadt. Welche Stadt ist denn das? Ah, in der. Ja. Pff. Ja, weiß ich nicht. Also die ist E66, die ist schlecht bei. Pff, ja, die kümmern wir uns nicht mehr. Wir kümmern uns hier um. Um diesen Kreuzzug. Wo sind wir denn jetzt? Ja. So, wie lange brauchten ihr, um hier rüber zu laufen? Gut. Wir sind jetzt bei 17. Okay, aber
Das nimmt Gott sei Dank relativ zügig auch wieder hier Vorräte auf. Das ist eine gute Sache. Das müssen wir jetzt machen. Aber sieht echt nicht gut aus hier. Da wird wieder eine Schlacht geschlagen, die wir mal wieder verlieren. Oh, nee, wir haben sie gewonnen. Bündnis geschmiedet. Moment. Ach, unser Radspitzel ist gestorben. Und damit ist unser Schwiegersohn jetzt Herzog und auch mächtig. Er ist recht gut in Verwaltung. Dann lassen wir uns noch mal kurz gucken. Ah, aber er ist besser in Verwaltung. Aber wobei, ich bin ja auch mit ihr hier. Aber sie ist auch die Freundin. Kann die irgendwas anderes? Kann die zufällig... Ach Gottchen, wenn man immer, wenn man beschäftigt ist mit irgendwas, den haben wir als, gut, als Ratsmarschall taucht er eigentlich gar nichts. Ja, wäre schon sinnvoll, eigentlich ihn hier als Radspitzel zu setzen. Haben wir denn... glaube, ich krieg da meinen Schwiegersohn nicht gut untergehalten. Boah, wieso mag der mich denn so wenig? Aber der ist relativ egal, weil da kann sich keiner Fraktion anschließen und nichts. Wir können ihn noch mal ein bisschen bezirzen, vielleicht, wenn wir Lust haben, aber gerade eigentlich nicht. So, das heißt, ich werde hier einmal als Ratsspitzel werde ich jetzt hier meinen Neffen zuweisen, weil der nicht der Biss ist, den wir haben. Und wer ist denn der nächste? Das ist auch er. Oder wir setzen ihn, den Earl Olaf, als Ratsmarschall ein und ihn als... Ja. Machen wir jetzt gerade mal. Ratskanzler ist jetzt gerade auch nicht so... Also mit 10er ist ja auch relativ in Ordnung. Machen wir das mal so. Dann haben wir unsere Mächtigen im Rat. Das ist, denke ich, gerade eine ganz gute Sache. So. Aber hier haben wir anscheinend wirklich mal eine Schlacht gewonnen. Das war auch mehr als nötig. Denn sonst wäre es wirklich langsam enge hier geworden. So. Soweit. Da muss ich hin. Gut, wie geht's unseren Armeen? 57 und 61. Ja, also das lassen wir nochmal ein bisschen weiter sich auffüllen. Hier oben. Gibt's hier eine Schlacht? Nee. So, der ist bei 81, 57. Warte mal, bis es hier 60 ist. So, 77. Gut. Okay, euch ziehe ich jetzt einmal hier runter schon mal. Die sind zwar noch auf der Flucht, glaube ich. Ja, das interessiert uns gerade alles nicht. Gott sei Dank sind die jetzt alle auf der Flucht. Oder sonst hätten wir jetzt ein Problem. Dann wäre es nämlich hier zum Krieg gekommen. Okay, so. Ja, das sollte mir jetzt gerade erstmal genügen. 88. Da die jetzt alle da sind, werde ich einmal wieder hier hinziehen und da weiter belagern. Oh, nein. Ich
ziehe einmal hier runter. Die sind zwar leider nicht direkt, sagen wir schnell, feindliche Armeen, aber wir können nicht zulassen, dass die hier uns, was uns belagert ist, wieder wegnehmen. Deshalb müssen wir da einmal die Gegner unseres Gegners schlagen, wo sich dann doch mal zeigt, dass nicht unbedingt der Feind meines Feindes. Ah gut, er hat aber jetzt. Er hat's aufgegeben. Anscheinend. Warten wir hier. Oder? Ja. Gut. So, jetzt ist aber hier gerade die Frage, was passiert hier gerade? Das werden wir auch wieder gewinnen, das ist gut. Ich glaube, ich werde hier gerade mal stehen bleiben, um langsamer zu sein, weil ich gerade nicht ganz genau weiß, was hier passiert. Das Gute ist, dass uns dieser Krieg überhaupt nichts kostet. So, jetzt sind wir hier oben, nämlich ich werde hier mal auch einmal wegziehen, beziehungsweise ich ziehe mal nach hier unten rum, weil ich nicht weiß, was die jetzt hier haben. Möchte mir jetzt hier gerade nicht einfangen lassen. Gut, doch, die sind weg. Da haben wir eine Schlacht. Und schon noch eine zweite Schlacht gewonnen. Das ist sehr gut. Okay. Also die sind inzwischen echt nicht mehr. Inzwischen 11. Wir sind trotzdem, trotz der ganzen Startschwierigkeiten, ganz gut dabei. Was haben wir hier? Ein inspirierter Charakter. Was wollen wir denn machen? Eine Rüstungssache. Boah, du kannst ja echt gar nichts. Du bist blind, aber naja. Ja, machen wir das mal. Eine Rüstung haben wir noch nicht. Wir haben gerade einiges an Geld. Mach das mal. So. Ja, wir können hier gerade nicht raus. Ich möchte mich auch ungern verschiffen. Daher bleibe ich hier einfach mal stehen und lass. Ich bleibe nicht da stehen, weil. Ach, Quatsch. Das wollte ich. Weil die Versorgung dann doch kleiner wird. So, ich teile mich hier unten nochmal auf. Und warte hier einmal ab, bis die da alle mal vorbeigelaufen sind. Weil das ist auch durchaus immer wichtig. So. Okay, da ist wieder irgendeiner gestorben. Gut, dann gehen wir, können wir hier mal wieder hochziehen. Ja. Hm? Vielleicht haben wir dieses Mal doch Glück mit dem Kreuzzug, aber wir sollten es nicht zu früh beschreien. Denn hier ist wieder ein Kampf, aber das sind. Ah, okay, das sind jetzt wir. Herzogtum von Verona. Und das werden wir wieder verlieren. Da, weil die sind gerade wirklich komplett eingekesselt. Das ist doof. Ja. Kann man nichts machen. Da kommen wir auch nicht rechtzeitig, um zu helfen. So, da warten wir auch noch mal, bis die da sind. Da können wir uns nämlich wieder vereinigen.
vielleicht. So. Ja, dann sind wir auch fast voll wieder mit Versorgung. Ja gut, da sollten wir jetzt nicht reinrennen. Das wäre ziemlich dumm. Dann möchte ich gerne mal hier hochziehen und da mal belagern. Ich denke, das ist gerade eine ganz gute Stelle. Okay, die ziehen jetzt gerade auch hier. Und wir werden jetzt hier gerade von beiden Seiten eingekesselt. Ist das hier... Ne, das ist keine Schlacht von uns. Okay. Okay, die ziehen aber wieder weg. Das ist gut. Wir könnten dann einfach mal einmal... Das Spaß an der Sache. Hier eine kleine Schlacht schlagen. Gegen die. Das wird nicht ganz viel was bringen, aber so haben wir auch mal uns noch in der Schlacht beteiligt. So, wir werden auch als erstes da sein und haben damit den Verteidiger-Bonus, weil uns auch das Land hier gehört. So, plus 3 nur. Kommen wir immer. Aber das werden wir souverän schlagen. So. Hat jetzt nicht ganz viel zum Kriegsstand beigetragen, aber sei es drum. So, dann ziehen wir jetzt weiter da hoch. Okay, Olaf ist beeinflusst, wunderbar. Oh, wir könnten auch gerade hier... Ah, wobei, da sind schon wieder 10.000. Zieh einmal erstmal dahin. Okay, er zieht da rüber. Mal dahin. Belagern wir das mal einmal. Dann bewege ich mich nicht allzu weit weg von denen. Ach, das Gute ist, die feindliche KI scheint heute auch nicht ganz so auf Zack zu sein, oder? Na, vielleicht doch. Wo zieht ihr hin? Was wollt ihr belagern? Ihr wollt das belagern. So, Inspiration. Ich mache das hier jetzt mal gerade relativ kurz. Ja, wir geben das Geld hier einmal aus. Sei es drum. Na, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber da können wir jetzt auch nicht gegen, nicht reingehen. Ja, die wollen jetzt da unten alles wieder zurückbelagern. Also, die Leute müssten jetzt mal da runter und die Schlacht schlagen. Aber das tun sie nicht. Das ist sehr, sehr doof, oder? Gehen sie vielleicht doch weiter runter. Wie lange brauchen wir hier? Wir brauchen hier 4 Monate. Die brauchen hier auch 4 Monate. Die brauchen 9 Monate. Ja, das meine ich halt hier. Die ziehen jetzt immer hier von A nach B und es macht halt alles keinen Sinn, was die hier tun. Anstatt dass sie... Wir sind ja hier zahlenmäßig echt gut dabei. Warum man nicht dann jetzt einmal hier voll auf die 12 geht, verstehe ich nicht. Warum habe ich hier schon wieder derbend? Verstehe ich auch schon wieder nicht. So, hier 33 Tage. Ja, die sind einen Tacken schneller fertig. Ja. Aber gegen die 9000 muss ich mich gerade nicht reinstellen. Ich denke... Also ich verstehe halt nicht, warum die hier jetzt gerade oben alle rumtümmeln. Also das macht halt gerade echt keinen Sinn, meines Erachtens. Also Kreuzzüge machen generell keinen Sinn. Das können wir uns jetzt mal
aus Prinzip mal merken. So, gut, aber die ziehen jetzt kurz dann hier wieder weiter hoch. Und ich würde, glaube ich, sogar hier runterziehen, um entweder die Schlacht zu schlagen oder zurückzuerobern. Oder beides. Kommen wir dahin ohne Verluste? Ja, das ist schon mal gut. So. Na, warum? Was ist das hier? So. Oh. Also die wollen dann das da oben jetzt wieder auch zurückerobern, dass es ihnen sehr schnell gelingen wird. Ich hoffe, dass ich hier noch rechtzeitig komme, um die Rückeroberung hier zu verhindern. Und dann würde ich hier direkt hochgehen. So, hier ist Beeinflussung. Ja, mach das mal. Hab gerade Wichtigeres zu tun. So, okay, er hat sich gefreut, wunderbar. Was will die denn für einen... Warum läuft das hier denn weiter? Was will die hier für einen Dingens haben? Die benutzen wir auch, ne? Ja, gut, aber das geht ja so oder so später wieder in unsere Linie über. Ja. Und daher ist es gut, wenn die uns auch mag. Wir werden ja auch mit dem Königreich Wales demnächst ein Bündnis haben. Jo. So, werden wir es hier noch rechtzeitig schaffen? 4 Monate. Ich denke schon. Achso, wenn man auf Play drücken würde, würde es auch weitergehen. Eine Weisheit fürs Leben. So, die werden sie aber vielleicht mal hier jetzt um die 9000 kümmern wollen. Anscheinend nicht. Okay. Hier wollten sie jetzt nicht weitermachen. Ich werde aber versuchen, hier jetzt noch die Schlacht zu schlagen. Auch wenn die jetzt hier Verteidigerbonus haben. Das Omen, ein ansässiger Mystiker, bestand darauf, mich zu sehen. Und als er vor mich gebracht wurde, fing er zu wehklagen an. Und ist das da Blut an seinen Händen? Die Zeichen stehen nicht gut für euch, Fürstin. Die Eingeweiden einer Hinne und ihr Blut zeigen mir eure Zukunft. Die sind dunkel und voll von Tod. Oh ja. Okay, wir haben böses Omen. Ja, es wird nicht besser. Aber gut, wir sind auch schon 67, was auch schon stolzes Alter zu der Zeit, glaube ich, ist. So. Ich fände es trotzdem schön, wenn wir jetzt nicht während des Kreuzzuges... oh Gott, wir sehen auch echt nicht mehr gut aus. Ein Attentat. Ein Gerücht wie das eines Meuchlers, der über einen Nachttopf stolpert, riss mich... Das Geräusch wie das eines Meuchlers, der über einen Nachttopf stolpert, riss mich aus meinem tiefen Schlaf. Als ich den Schurken erblicke, rief ich gefasst und ohne jede Furcht meine Wachen. Als sie eintrafen, gab es ein kurzes Handgemenge, nachdem der Eindringling tot war. Unweit des Schauplatzes findet sich eine zerknüllte Notiz. Volles Entgelt ist beigefügt. Grund der Auftragsvergabe Leiden wurde bei der Schlacht in von Urkönigin Elisabeth von Irland besiegt. Das war zweifellos das Werk von Leiden und dem ruchlosen Schwein. Wer ist denn das? Hinten. Das ist der frühere König von Wales, ne? Mit meiner Rivalin.
oder mein Rivale. Ja, das war der, glaube ich. Ja, gut. Das wird er noch bereuen, auch der Hut. Aber wir können ihn jetzt nicht. Hat wenig Chancen und das tut uns auch nicht gut, weil wir ehrlich sind. Na, dann lassen wir das mal bleiben. So. Es wird hier zur Schlacht kommen. Genau, die haben halt Bergverteidigung. Das würde ich jetzt aber einfach mal. Ja, in Kauf nehmen. So heißt es. So. Gut, hier haben wir gesiegt. Das ist gut. War auch nur eine kleine Schlacht jetzt. Gut, wir ziehen dann erst einmal dahin, um uns wieder ein wenig zu versorgen. Ja, das ist leider wieder verloren gegangen. Weil ich leider nur Idioten als Verbündete habe, wie das so ist. Also ich verstehe nicht, warum stehen die denn hier oben rum? Also ich weiß ja nicht, wer belagert das hier? Das ist leider auch, da das alles dann immer unterschiedliche Farben sind, weiß ich dann auch nicht, ob das Besetzer Häuptling von Smallland ja. Nee, das ist jetzt Häuptling Tachtuchtus. Kann man das... Irgendwie verwirrt mich das doch gerade sehr. Naja. Gut. Wie geht das hier weiter? Das ist alles sehr, sehr unschön. So. Ich würde hier gerade aber auch, wir sind zwar jetzt, ja, auch wir sind schon bei 55. Ich würde dem da einmal entgegengehen. Oh, es ist gar nicht sicher, ob wir da siegen würden, aber die haben halt einen. Aber nur eine Armee hat da einen. Ach, ist das jetzt schlau? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen da jetzt mal irgendwie schauen, dass das mal irgendwie hier gelingt. Wir wollen ja eh hoch. Okay, wir können neues Diplomatie. Inspiration verwirklicht. Kampfschild plus 5, Prestige plus... Ja, wunderbar. Richtig. Dann wollen wir das doch gleich mal anziehen. Rüstung. Zack. Okay, wir schlagen die Schlachtnamen. Ja, es ist minus 12, aber wir sind schon überlegen eigentlich. Vielleicht haben wir ja auch Glück und ein Verbündeter mag uns unterstützen, aber das sieht nicht so aus. Earl Olaf ist gestorben. Warum? Oh, er wurde in der Schlacht erschlagen. Das ist... Also das... dieser Kreuzzug fordert einiges. Hoffen wir nur mal hier, dass unser... warum ist die gefangen? Auch von ihrem eigenen Mann ist sie gefangen genommen worden. Warum? Wahrscheinlich wegen Ehebruch oder so. Keine Ahnung. Naja, weißt du. Gut, wir brauchen einen Ratsmarschall.
Wer ist denn jetzt... Okay, hier ist ein Bürgermeister, der ist gerade... mächtig geworden. Ich glaube, das ist der neue Dingens. Aber warte mal, Earl Olaf? Wer ist denn dann jetzt da... hier unten... Der ist lustigerweise nicht mächtig. Weil der noch ein besserer Ratsspitzel jetzt wäre. Ja gut, aber er ist dann der einzige mächtige Vasall, glaube ich. Wo steht das denn hier? Gefangen, kein Lösegeld. Wo steht das doch immer hier? Ach, keine Ahnung. Finde ich nicht. So. Mach den jetzt zum Rats. Marschall. Fertig. Gut. Dann gehen wir zurück hier in den Kampf. Und ja, das machen wir doch souverän hier. Sehr gut. So, wir können aber gleich hier bleiben, um zu belagern. Haben noch 75 Dingens. Es ist halt nur so ärgerlich. Also, guck mal, wie viel hier an Truppen rumsteht. Wir müssten einfach einmal darüber gehen und darüber fegen und gut wäre. Aber nein, nein, wir ziehen lieber von A nach B und von B nach A zurück und belagern auch nichts richtig. Also, was soll denn das? Wie soll man denn so einen vernünftigen Kreuzzug führen? Ah, einmal mit Profis arbeiten. So. Wir haben jetzt hier noch den Dingensvorzug. Dann werden wir hier einmal, gut, wir könnten jetzt noch Anfreunden machen. Ja, wir machen jetzt auch Herz der Familie. Das ist doch hier so im Alter nochmal was Nettes. Gut. Und ja, dieser Kreuzzug ist wirklich eine sehr langwierige Sache. War es da, glaube ich, in der Wirklichkeit ja auch. daher... Ja, sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut!